Hallo Menschen, heute kommt der Because Feelings Matter Book Tag, in dem ich schon vor einer ganzen Weile von Winky Books getaggt wurde. Ich bin übrigens der Meinung, dass die deutschen Fragen falsch übersetzt wurden, denn da wird es zum Beispiel so formuliert wie: Welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du verwirrt bist oder zufrieden? Und im Englischen steht da aber: Which book made you feel satisfied? Und für mich ist das ein Unterschied, ob mich das Buch zufriedengestellt hat oder ob mir das Buch das Gefühl gibt, dass ich zufrieden bin. Denn für die deutsche Übersetzung wäre ein Beispiel 1984, denn ich bin sehr zufrieden, dass ich nicht in dieser Welt lebe, aber das ist ja nicht das, was das Englische fragt. Deswegen habe ich das jetzt mal anders übersetzt. Also die erste Frage, die bleibt so, wie es die Deutschen übersetzt haben, und sie lautet: Welches Buch gibt dir das Gefühl, dass du dich selbstsicher fühlst in Bezug auf dich selbst oder dein Leben? Dazu muss ich vielleicht etwas ausholen, denn meine Antwort lautet Der Gotteswahn von Richard Dawkins. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein sehr, sehr populär wissenschaftliches Buch über Atheismus und Religion. Und Richard Dawkins ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass er besonders tolerant gegenüber Gläubigen ist. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum gibt ihr das Gefühl, selbstsicher zu sein? Das ist sehr, sehr unhöflich. Aber bei mir war es so, dass ich in einer christliche Familie aufgewachsen bin. Jetzt sind meine Eltern nicht irgendwie so Hardcore-Sektier, aber meine komplette Familie glaubt das, und als ich mit 14, 15 angefangen habe, diesen Glauben abzulegen, beziehungsweise ich hatte ihn eigentlich nie angenommen, ich wurde einfach so erzogen, dann wurde das schlichtweg nicht akzeptiert. Also alle um mich herum gaben mir das Gefühl, nein, du liegst falsch, unser Glauben ist der richtige, was du dir da ausdenkst, das ist schlecht. Und da kam Richard Dawkins halt einfach zum perfekten Moment. Ich glaube, ich habe ihn so mit 15 gelesen, und es ist ja nicht so, dass er nur über Religionen schimpft, sondern gleich am Anfang gibt er halt auch einfach Atheisten das Gefühl, es ist vollkommen in Ordnung, nicht gläubig zu sein. Du bist deswegen kein schlechter Mensch, und das war einfach der nötige Gegenpol, den ich halt zu meiner Umgebung gebraucht habe. Es ist halt einfach nicht so besonders einfach, mit 14, 15 sich bei so einem extremen Ideologiekonflikt gegen seine Eltern durchzusetzen. Also meine Eltern haben dann einfach gesagt, ist uns egal, du gehst weiterhin in die Kirche, du gehst weiterhin in die Jugendkreise und du betest mit uns. Und ich wusste gar nicht richtig, wie ich mich durchsetzen soll, wie ich denen verständlich machen kann, dass es auch in Ordnung ist, nicht gläubig zu sein. Und dafür habe ich halt damals irgendwie Richard Dawkins ein bisschen gebraucht, also sowohl als Aufmunterung an mich, als auch um zu lernen, wie ich meinen Nicht-Glauben quasi meinen Eltern hauptsächlich und meiner Familie verständlich machen kann. Deswegen hat der mir zu mehr Selbstvertrauen geholfen. In der zweiten Frage möchten Sie wissen, welches Buch lässt dich mit den Charakteren extrem mitfühlen oder sympathisieren? Und dafür habe ich mich entschieden für Jane, the Fox and Me, eine recht moderne und künstlerisch gestaltete Graphic Novel. Ich habe sie euch auch schon mal in meinem 5 Comics und Graphic Novel Empfehlungsvideo hochgehalten. Nur mal kurz ein paar Bilder. Hier ist unsere Hauptperson halt ein junges Mädchen, das keinen Anschluss findet, das auch Probleme mit der Selbstwahrnehmung hat, sich selbst immer so als Wurst sieht und als Nichts, als sehr, sehr grau und trist. Und ist so ein bisschen ihre Geschichte, wie sie ja versucht, Anschluss zu finden, wie sie versucht, selbstsicher zu werden. Und das war halt so, ich muss echt schon sagen, so süß irgendwie erzählt, ganz, ganz sanft. Das ist halt, ich meine, es ist nur ein kleines Mädchen, was keine Freunde hat. Es ist jetzt keine weltverändernde Geschichte, aber ach, so wunderschön erzählt, dass es einen halt so ein bisschen ans Herz ging. Und von mir auch immer noch eine Empfehlung für euch. Als drittes dann, welches Buch hat dich beunruhigt oder verängstigt? Da habe ich zu einem Klassiker gegriffen, den ich schon sehr, sehr lange nicht mehr las, und zwar S von Stephen King. Es ist zwar inzwischen so ein Klischee, vor Clowns Angst zu haben, aber ich finde Clowns wirklich, wirklich gruselig, diese gezeichneten Gesichter und auch gerade diese Clowns, die in so einer Herausspringpackung drin sind, und wenn sie dann so hin und her wackeln wie in Harry Potter, ey, das ist nicht nur meins. Und hier ist es ja eigentlich nicht nur ein Clown, sondern es ist ja eigentlich eine viel größere, dahinterstehende Macht, und das hat mich beim Lesen durchaus etwas verängstigt, auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass das tatsächlich so ist. Und ich glaube, ich hätte kein Problem jetzt zu einem Clown, der vor mir steht, hinzugehen, weil ich das jetzt nicht immer mit Mord und Totschlag verbinde, aber ist es schon so eine gewisse Grundangst da. Dann, welches Buch hat dich genervt? Ohne Worte. Als fünftes wird gefragt, welches Buch hat dich enttäuscht? Und da habe ich hier dieses dicke Kompendium von The Walking Dead.
Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich die Serie also, ja, ganz okay finde. Und ich hatte mir von den Comics halt einfach so viel mehr erwartet. Ich dachte, da wären die Charaktere bestimmt noch besser ausgearbeitet, als man es vielleicht in der Serie machen kann. Viel, viel mehr Hintergrundinfos. Und das habe ich irgendwie gar nicht gefunden. Zumal ich dann auch die Zeichnungen richtig schlecht finde. Ich, oh Gott, das geht das jetzt so? Ich versuche es mal so durchzumachen. Das hat mich total enttäuscht. Ich wünschte auch, ich hätte vielleicht mit etwas Kleinerem angefangen, aber ich weiß noch, dass ich das damals gekauft habe. Insofern ist es ganz in Ordnung, aber das würde ich niemandem ans Herz legen, obwohl ich sonst natürlich immer der das Buch ist besser Vertreter bin. Aber hier ist das Comic nicht besser als die Serie, meiner Meinung nach. Dann wird gefragt, welches Buch mich verwirrt hat. Und da habe ich mich mal entschieden für Der Empirismus und die Philosophie des Geistes. Hauptsächlich auch, weil ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnere, um was es so wirklich geht, was da eigentlich drin stand. Ich weiß, dass ich da ein ganzes Seminar dazu besucht habe, aber wenn ich mir das auch so hinten durchlese, sein Vorschlag, Gedanken und Sinneseindrücke als postulierte Entitäten einer Alltagstheorie von Denken und Wahrnehmung zu behandeln, macht seine Schrift zu den Grundtexten des Konzepts einer Folk Psychology oder Alltagspsychologie. Ich habe mir auch einiges angestrichen und ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Blablabla. Zielt Sellers argumentatives Bemühen in erster Linie darauf, den Sinnesdaten oder Sinneseindrücken, wie sie in empiristischen Theorieansätzen eine Rolle spielen, ihre epistemische Funktion als mögliche Anwärter für das Fundament einer Rechtfertigungspraxis zu entziehen? Ah, okay. Naja, aber ich bin jetzt verwirrt, ich weiß nicht mehr wirklich, um was es geht. Ich habe auch nicht vor, das nochmal zu lesen, aber. Meine Antwort. Als vorletztes wird gefragt, welches Buch hat dich zufrieden zurückgelassen? Und da habe ich mir für ein Buch entschieden, was ich auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten habe. Es ist The Grace Keepers von Kirsty Logan. Ich kann euch natürlich nicht das Ende jetzt verraten, aber ich fand es sehr, sehr angenehm. Es hat das Ganze wirklich schön abgeschlossen und ich habe ja schon erzählt, dass das ganze Buch an sich auch schon einen recht so traumhaften, märchenhaften Touch hat und das Ende fasst diese eher sanfte Stimmung noch mal gut zusammen und deswegen hat mich das wirklich zufriedengestellt. Und die finale Frage: Bei welchem Buch konntest du dich wirklich gut mit den Protagonisten identifizieren? Das fällt mir immer ein bisschen schwer und ich glaube auch die Antwort, die ich gefunden habe, ist etwas fragwürdig, denn ich habe mich für die Stadt der träumenden Bücher entschieden. Und für diejenigen, die das nicht wissen, unser Protagonist ist das hier. Und ist vielleicht etwas fragwürdig, warum ich mich damit identifizieren kann, aber ich habe das jetzt eher mal so auf den ganzen Literaturkram drumherum bezogen. Also er ist ja selber Schriftsteller und er ist in dieser Stadt der träumenden Bücher und beschäftigt sich mit Literatur und den Buchlingen und jagt ja da auch eigentlich nach einem Buch. Und ja, dann habe ich das mal metaphorisch auf mich übertragen und auf BookTube. Wir jagen ja auch nach den Büchern und allgemein halt so ein bisschen die Literaturliebe habe ich damit gemeint. Sonst ist Identifikation so richtig eher bei mir so ein, also ich muss sie nachvollziehen können, ja, aber ich muss mich nicht eins zu eins mit ihnen identifizieren können und ja, deswegen ist das mal der Hildegunst von Mythen Metz? Netz? Metz, mit dem ich mich heute mal identifiziere. Dann waren das alle meine Antworten für den Weilgefühle zählen Tag. Und ich möchte jeden taggen, der im letzten Monat ein Buch gelesen hat, was ein wirklich starkes Gefühl in ihm ausgelöst hat. Also nicht einfach nur, dass man danach sagt, oh, das war gut. Oder, nee, das mochte ich nicht. Sondern dass man wirklich sagt, mein Gott, ich hasse dieses Buch. Oder, oh, das war das beste Buch, was ich je hatte. Das hat mir unglaubliche Angst gemacht. Oder irgendetwas wirklich Starkes in euch ausgelöst hat. Die sind alle getaggt, falls sie möchten. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.